Hey Leute und herzlich willkommen. Das Intro war dann doch ein bisschen zu lang, ne? Aber ihr seht's hier. Und zwar spielen wir Pokémon Hard Gold Version. Allerdings, ja, ihr könnt es zwar schon im Titel lesen, aber es ist nicht die normale Hard Gold Version. Denn wir drücken jetzt mal Start. Ach scheiße, habe ich das falsch belegt, wa? Ja, ich muss noch mal ganz kurz eine Pause machen und wir sehen uns dann gleich direkt hier wieder. Tschüss. So Leute, da sind wir auch wieder. Ja, und zwar gehen wir jetzt hier mal auf No Info Needed, dann muss ich halt wenn so den Bildschirm skippen. Ihr habt ja eben im Intro auch nicht so viel gesehen, weil das meiste unten war. Ich wollte skippen, aber ging halt nicht. Ich wollte es tauschen, meine ich, switchen, so. Hm, interesting, huh? Oh, excuse me, sorry, I was just reading this book here. Ja, sorry to keep you waiting, und zwar Welcome to Sacred Gold or Storm Silver. In dem Fall spielen wir nämlich Sacred Gold. Das ist ein Hack, der es ermöglicht, ich werde das hier ganze speeden, warum, sage ich gleich, der es ermöglicht, alle Pokémon, die es halt bis Diamant und so weiter gab, zu fangen. Das ist ganz random, die Trainer wurden verstärkt und die Arenaleiter wurden verstärkt, also ein richtig, richtig geiler Hack und das ist kein Let's Change, sondern nur ein Let's Play von mir, ja. Es wird auch diesmal keinen Rahmen geben, weil das bei DS-Spielen nicht sinnvoll ist, finde ich. Das geht lieber bei GBA-Spielen. Und das ist ein, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr, wir nennen uns übrigens Fabi, oh falsch, so, vielleicht kennt ihr meinen alten Kanal noch, Fabi zockt, da war ich noch alleine, da habe ich das Spiel nämlich auch gespielt, da bin ich nur bis zur zweiten Arena gekommen, weil ich einfach die Zeit nicht hatte, mittlerweile ist das anders und das Spiel bockt einfach so, allein schon die Änderung, wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, wir kriegen die normalen Item, normalen Standardsachen hier, haben wir eben bekommen. Aber dazu bekommen wir direkt die Running Shoes und direkt einen Bicycle. Also, und GB Sounds. Wenn ihr nicht wisst, was GB Sounds sind, das zeige ich euch jetzt. Das steht nämlich für Game Boy Sounds oder, ja, da müsste für Game Boy Sounds stehen. Und zwar gehen wir mal in unseren Bag, da switche ich jetzt mal kurz. Und hier sind die GB Sounds. Erstmal das Bicycle registern. Und jetzt hört euch das einfach mal an. Das sind die alten Sounds von Gold und Silber. Das ist so genial. Also ich werde das jetzt stoppen, weil das eh, ich beschleunige eh und von daher. Und dann noch ganz kurz die Running Shoes checken. Und weiter geht's. So, und jetzt natürlich, wie immer, treffen wir auf dieses Merrill. Und das Spiel macht einfach so viel Bock. Wenn ihr es selber haben wollt, guckt mal in die Beschreibung. Das schreibe ich euch, was ihr reinschreiben müsst. Das ist so leicht. Einfach mal eingeben irgendwie Pokémon Sacred Gold Download. Das müsst ihr eigentlich noch nicht mal patchen. Das gibt's direkt so. Und dann halt ein Desmume oder so. Am besten, ja, würde ich euch Desmume oder Desmume empfehlen. Schreibe ich euch in die Beschreibung, was ihr reinschreiben müsst in Google. Weil das findet ihr so leicht mit Google, ohne Witz. Und jetzt sind wir hier bei Professor Lind oder Elm halt. Und müssen uns einen Starter aussuchen. Also ich kann jetzt schon sagen, ich habe noch nie Endivie. Doch, ich habe Endivie genommen, aber Endivie fand ich immer am schlechtesten. Ich musste mich nämlich entscheiden zwischen Zyndaquil, also Feurigel und Kanemani. Auch wenn Impagator richtig geil ist, werde ich auf Feurigel gehen. Einfach weil es noch Wasser-Pokémon gibt, die gleich gut oder besser sind. Und Feuer-Pokémon gibt es wenige, zum Beispiel Arcani finde ich geil, aber sonst fällt mir spontan gar keins mehr ein. So Magma vielleicht noch, aber dann nehme ich lieber den hier und wie nennen wir, ja komm, ganz, ganz cooler Name hier. Wo da... Hier, guckt einfach gleich, wie ich den genannt habe. So richtig, ne, Fabi-like und so. Hier ist Vulkan, der Nickname. Ja, normal, der heißt Vulkan, Junge. Weil der ausbrechen kann. Ja, und das Spiel bockt einfach wirklich so... Das ist so geil, das Spiel einfach. Es macht so viel Bock. Die ganzen neuen Features, die hinzugekommen sind. Ich kann jetzt schon sagen, wie mein Team so ungefähr aussehen wird. Feuer-Pokémon, Wasser-Pokémon, Pflanzen-Pokémon eventuell. Pflanzen-Pokémon weiß ich noch nicht genau. Flug-Pokémon auf jeden Fall, und dann wahrscheinlich noch irgendwie einen Psycho-Pokémon und einen Geist oder Gestein oder sowas, irgendwie sowas in der Art, denke ich, oder Eis vielleicht mal, muss ich mal gucken, auf jeden Fall sowas in der Art. Ja, dann gehen wir hier nochmal zurück und berichten unserer Mutter davon, dass wir hier auf eine Reise gehen wollen, ne, und die gibt uns jetzt den Poke-Gear. Den wir natürlich auch gebrauchen können. Hast du die Karte und die ganzen Nummern, glaube ich, dabei. Und ja, jetzt fragt ihr uns, ja, was weißt du denn, wie das funktioniert, ja? Und so, und ich drücke jetzt ja, aber die erklärt uns das trotzdem. Das liebe ich ja an Pokémon-Spielen. Ja, sehr, sehr geil. Gleich kommt noch ein richtig, richtig geiles Feature.
Obwohl, nee, das kommt noch gar nicht gleich. Das kommt wahrscheinlich erst im nächsten Part. Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mal gleich gucken. Ja, und hier kriegen wir die Nummer von Professor M. Oder Lintelt. Ja, da ist unser Rivale. Der steht schon da. Der schaut schon nach einem Pokémon. Also, müssen wir uns gefasst machen. Moment, kurz. So Leute, weiter geht's. Tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Kann auch sein, dass jetzt ein Cut einfach gekommen ist. Weiß nicht, muss ich mal gucken. Ja, tut mir auf jeden Fall leid. So, wir hauen hier das Fifi weg. Ach ja, genau, ich wollte euch noch sagen, warum ich speede. Und zwar, weil Hard Gold, vielleicht kennen das viele, das ist eine Edition, die sau lange geht. Ach so, und hier, ihr seht schon die neuen Pokémon, ne? Bin ich gar nicht drauf eingegangen. Fifi und Wurmple zum Beispiel. Ja, also das ist eine Edition, die könnte schon 100 Parts beanspruchen, wenn ich nicht speede. Und warum soll ich nicht speeden? Ich sag mal so, warum soll ich aus 100 Parts nicht 70 machen? Und zwar mit Speeden halt. Das sind dann 30 Parts mehr, das wären 10 Stunden eurer Zeit, die ihr damit noch verschwendet. Und nur weil ich das alles hingezögert habe, dann mache ich das lieber so, weil von der Edition, die wird nicht so schnell nach irgendwie 20 Parts beendet sein wie Saphir. Also die Edition wird auf jeden Fall länger gehen. Also da werde ich in 15 Parts 2-3 Orden haben. Und ja, also das, in Saphir geht es ja wesentlich schneller. Da geht das Ratzfratz und so, ne? Hier, Ratzfratz, sag ich ja. so genial, Alter. Ja, ein bisschen leveln muss natürlich auch sein. Und dann holen wir jetzt hier das Item. Boah, Alter, können noch mehr Pokémon vielleicht kommen? Ja, Hutut, Alter. Hier gibt es aber auch ein geiles Flug-Pokémon, und zwar Staralilli gibt es in dem Gras. Das muss ich mal gucken, ob ich mir das hole. So, und ich glaube, wir fahren mal mit dem Fahrrad hier durch. Ja, oder auch doch nicht. Ne, aber Hutut habe ich gar keinen Bock drauf irgendwie, obwohl Noctu gar nicht schlecht ist, aber ne. Lieber nicht. Boah, Alter, viel zu viele Pokémon, richtig schlimm, aber das haben wir eigentlich ganz schnell hinter uns gebracht. Ja, wir haben ja schon 8 Minuten zusammen und haben eigentlich kaum was im Part geschafft, ne, bis jetzt. Also ich will schon noch das Ei abholen. Kann ja auch mal, der Part kann ja mal 20 Minuten gehen. Auch wenn es gerade sehr spät in der Nacht ist. Wir haben gleich 0 Uhr, aber egal. Ja. Nehme ich jetzt noch ein bisschen auf und, also ich mache jetzt heute eh nur einen Part, weil, wie gesagt, ist spät und so. Ja, dann gucken wir mal, wie wir unser Team auch mal später bilden und so weiter. Also ich bin schon richtig gespannt. Das ist einfach so geil. Ach ja, und ganz wichtig noch, ich werde das auch nicht zu 100% spielen. Also nicht alles genau 100%, sondern ich werde halt die 16 Arena-Leiter machen, die Top 4 bashen. Die Rematches mache ich nicht, habe ich keine Lust drauf, habe ich nie gemacht. Ja, und das Let's Play endet dann mit dem Kampf gegen Rot. Ich werde auch nicht unbedingt alle legendären Pokémon fangen. Ho-Oh. Ja, das wird es, denke ich, sein. Mehr werde ich da auch nicht groß fangen. Ich weiß ja gar nicht, wie das genau ist, ob sich das nicht... Ja, das kann ja sein, dass die Geschichte halt ein bisschen anders ist, weil das generell alles ein bisschen ummodifiziert wurde. Oh Mann, sorry. Ja, da werde ich schon müde. So, und hier bekommen wir direkt eine Old Rod. Ich weiß gar nicht, ob man die direkt bekommen hat von dem. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall gehen wir mal ins Pokémon Center und heilen uns dann natürlich. Ist ja immerhin wichtig. Ja, und... Boah, ich weiß gar nicht, Alter, ich weiß gar nicht, was ich in dem Part noch schaffen will. So, ich würde gern so den Rivalkampf noch machen. Ich glaube, das schaffen wir auch noch. Doch, das müssen wir noch schaffen. Ja, jetzt kommt ja der alte Sack wieder. Ich habe aber Fullspeed, naja, habe ich. Ja, und jetzt gibt er uns halt dieses Guide-Gent. Da, jetzt haben wir die Map erst, genau. Town-Map, ja. Genau. Ja, nice. Dankeschön, alter Mann. Ich bedanke mich bei dir. Ich wollte gerade sagen, ich bedanke mich vor dir, WTF. Und das... Alter, nur Hutut, was ist denn los heute? Gibt es ja wirklich nur Hutut oder wo? Ja, und tut mir leid für die sich von mir irgendwas anderes mal gewünscht haben. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch denn da wünscht. Nur Pokémon finde ich einfach so genial, Mann. Ich mag Pokémon und vor allem diese Edition. Oder Hex, wo einfach was anders ist und so, Alter. So geil einfach nur. Ja, komm, wir nehmen einfach hier die Box mit, auch wenn ich die Aprikokos gar nicht sammeln werde, kann ich jetzt schon sagen. Weil die irgendwie total unnötig sind. Ja, nochmal gehen. Ein Hornio. Level 9 müsste ich, glaube ich, Glut erlernen, dann sind die eher Marsch. Ja, zum Beispiel jetzt. Oder kommt Glut? Na, er ist auf 10.
Toll, was gibt's hier? Ja, wieder Hornio, Alter, da kommen ja immer nur die gleichen Spacken. Ja, tut mir auch leid, wie gesagt, dass es keinen Rand gibt, weil ich fand das halt mit Rand immer ganz cool. Aber das bietet sich wirklich nicht für DS-Spieler an. Das ist nicht so geeignet, finde ich jetzt. Das ist besser bei GBA-Spielern so ein Rand, aber hier ist das nicht so gut, finde ich jetzt so. Jo, und wir sind auch gleich oben angekommen bei Professor Eich. Guck, boah, Alter, guckt euch das an, nur Turzel, Alter. Das ist auch ein richtig geiles Pokémon eigentlich. Wasserpflanze, schon allein der Typ, Alter. Übertrieben geil. Ah, Weberak, okay. Ja. Na, ich wusste es einfach, ne? Boah. Ja, wir können einpacken. Wir sterben jetzt eh gleich. Bis ich da angekommen bin. Oder doch nicht. Genau, das ist nämlich so geil. Und jetzt guckt euch das an. Oh, hello, Mr. Pokémon Z. Ja, die sucht uns. Das ist ja Cynthia aus. Wie heißt es? Hier aus Diamant, Perlen und so Platin. So, und hier guckt uns einfach. Ich glaube, die gibt uns das hier. Komm, bitte. Bitte. Gib uns. Ja. Und. Komm, bitte, gib uns das einfach. Ja, Mann. Wir haben einen Evoli bekommen, Junge. Ein Evoli, Alter. Das werde ich auf jeden Fall zu Psyana machen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie soll ich es nennen? Psycho. Was passt denn zu Psycho? Das ist. Männlich. Wäre es weiblich, hätte ich jetzt ohne Witz einen Namen. Aber männlich, keine Ahnung, wie Psycho? Psycho. Ich nenne ihn einfach Psyche. Oder Psycho oder so. Ja, keine Ahnung, mir fällt einfach kein Name ein. Deswegen nenne ich den einfach Psyche. Oder Psy? Psy, Gangnam's. Doch, ich nenne den Psy, Alter. Klar, nenne ich den Psy, warum nicht? Der ist der Psy, ne? Oder so. Keine Ahnung, Alter, weiß ich nicht, wie der hieß. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Psy, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wir haben Psy. Gangnam Style. Das will ich erstmal eigentlich nicht zu weit trainieren. Powers up, move the same type. Ach ja, und außerdem hat man einen anderen Effekt. Seht ihr, La Blaze, Powers up, Fire type, moves in a pinch. Keine Ahnung, was heißt. Ich kann kein Englisch. So, und dann gehen wir mal hier rein und da wartet schon. Wer war das nochmal? Mr. Pokémon, genau, und da ist Professor Eich. So, und der erzählt uns jetzt irgendwas. Hier, Mystery Egg, fertig. Komm, hau einfach ab. Ich will deine Geschichten nicht hören, ja. Du warst vielleicht mit dem befreundet, aber ich bin immer noch mit dem befreundet, Digga. Er hat sich mich jetzt ausgesucht, nee, so, Tommy's. Er halt mein Pokémon, jetzt kommt der so, Digga, ich bin Schnösel. Und so meint er. Ja. Keine Ahnung, was laber ich da, Alter. So, und dann bringen wir das eben zurück, alles und fertig. So, it's a high-tech Encyclopedia. Ah, genau, den Pokédex. Ja, den da darf man nicht vergessen, Alter. Was ist los? Pokédex natürlich, ich Idiot, ja. Und ja, die Nummer haben wir von dem bekommen. Jetzt labert der uns noch. Nee, der labert uns zum Glück nicht voll. Ja, der ruft uns dann, oh, ist ein Desaster, ist, oh fuck, jetzt ruf ich den an, Alter. Ich wollte den auch nicht anrufen, den alten Sack. Das ist ein Pedo. Ich brauche aber, ich würde noch gerne auf Level 10 kommen, damit ich Glut habe. Und wenn ich das Vieh, nein, bitte nicht, nein, oh, geil, Alter, geil. So, und jetzt haben wir Glut, Alter, jetzt rapen wir. Jetzt wird aufgetischt, aufgemischt. Ja, ich kann mal auf mein Fahrrad wechseln, genau, und los, schnell wie der Wind, schnell wie der Blitz, ich komm im Sitz und so, ja. Yeah. So, dann hauen wir den Rivalen einfach mal weg und, ja, hauen den weg, würde ich sagen, ne? Ich würde sagen, wir hauen den weg, Alter, ich glaube, das können wir. Was hat Evoli jetzt eigentlich für Attacken gehabt? Guck ich später. Jetzt hauen wir den erstmal weg, hier, komm her. You got a Pokemon at the lab. Wait, what at waste? That's a Pokemon that's too good for a wimp like you. Irgendwas mit don't do. Well, I have two Pokemon. I'll show you what I mean, yeah. Show me what you mean. Bitch, so komm. Schau dich weg, Alter. Schau dich sowas von weg, Junge. Guck, bam, ein Tackle zieht dir erstmal die Hälfte ab. Und jetzt bist du tot, Junge. Tot. Kaputt, Alter, kaputt. Ja. Du hast verloren, Junge, du hast verloren. Geh mir aus den Augen, Junge. Du kannst nichts, du bist viel zu schlecht, du hast meinen Pokémon nicht ein KP abgezogen.
Ah, ich hab deinen Namen gesehen, du Idiot. Scheiß Japaner. Ich weiß jetzt schon, wie ich den nenne. Japaner nenne ich den. Ich glaube, das passt noch nicht mehr. Ich hoffe, Japaner passt. Sonst Zui. Haha. Sonst nenne ich den Azubi. So, und dann gehen wir mal hier rein. Und jetzt kommt hier der Polizist, Digga. Ey, er wurde geklaut. Nee, ich konnte ihn nicht verfolgen und so. Hast du den vielleicht gesehen? Ich so, ja. Ja, Lyra, Digga, Lyra. Ich glaube, die will mir lyrisch eins in die Fresse klatschen. Ja. Ja, ich habe seinen Namen gefunden. Japaner passt nicht, oder? Japaner. Boah, Japaner passt genau, Alter. Was los? Aber ich nenne ihn trotzdem Sui, weil Sui ist ja auch ein Japaner. Sui. Da, Sui. Ja, so. Haben wir das? Und dann ist der Part jetzt gleich beendet. Ich will euch noch ganz kurz ein Feature zeigen, weil das einfach so genial ist. Jetzt labert der bestimmt noch, ja. War klar, Alter, war klar. Ja, hier, nimm das Mystery Egg. Brauche ich nicht. Kannst du haben. Ja, was ein Ei, Alter. Hast du noch nie ein Ei gesehen? Ach, du hast ja gar keine. Ja, ich bin wieder so lustig und so. Naja. Gut. Wir haben das Ei. Und damit machen wir ihn tot. Ah, nee, das haben wir ja gerade weggegeben. Ja, Alter, willst du mich jetzt mal loslassen? Also, ne? Danke. Jetzt müssen wir uns mit unserer Mutter noch eben reden, ne? Gut, dann machen wir das kurz. Glaube ich zumindest. So you're leaving, ja, genau. Jetzt müssen wir mit der reden. Nee, bitte spar kein Money für mich, Alter, will ich nicht. Habe ich keinen Bock. Du sollst nichts von meinem Geld abbekommen. So, und jetzt guckt euch einfach das Feature an. Jetzt ist ja die Stelle, wo die uns zeigt, wie man Pokémon fängt, ne? Aber. There you. Here, Fabi, you can catch wild Pokémon with Pokéballs. Follow me. So, jetzt will ich uns das zeigen. Tja, aber die hat leider Pech und es kommt kein Pokémon. Tja. Just like that. Who was it too fast? I try again. Come this way. You know, I bet you know how already. I give you, ja. Genau. Du weißt, wie es geht, ne? Weiß ich schon. Hier, nimm mal einfach die Pokébälle bei mir. Will jetzt kein Pokémon kommen. Ja, nach dem Motto, richtig, richtig geiles Feature, Leute. Schreibt mir mal bitte, was ihr von der Edition haltet, weil ich die richtig geil finde und wie ihr das Let's Play von mir haltet und vielleicht, wie ich das so mache, alles. Ja, würde mich freuen. Haut da rein, Leute. Bis dann und ciao.